Bevor wir jetzt mit den Formularen bei der HTML-Programmierung anfangen, würde ich Ihnen gerne noch etwas zeigen. Wir haben jetzt die HTML-Seiten selber konstruiert. Das ist gut, wenn man das kann. Wenn Sie allerdings mit mehreren Leuten an einer größeren Website arbeiten und das dann mit Ihrem Unternehmen tun, werden Sie wahrscheinlich eine Software benutzen, die Sie dabei unterstützt und Ihnen vieles abnimmt, auch Layout-Funktionen abnimmt. Eine solche Software ist zum Beispiel eine Wiki-Software, was Sie von der Wikipedia kennen. Es gibt auch andere Wiki-Software, wie zum Beispiel DokuWiki. Es gibt Content-Management-Systeme wie Joomla oder Typo3. Das ist das, worauf die Internetseiten der Hochschule Niederrhein basieren. Hier sehen Sie mal ein angepasstes DokuWiki, eine Software, die sich innerhalb von wenigen Minuten installieren und administrieren lässt. Hier haben wir mal eine Website aufgebaut, das haben wir mit mehreren Personen, in dem Fall zwei, nämlich der Herr Steffens und ich gemacht. Nennt sich Raspberry Pi Task Force. Und Sie sehen hier letztendlich eine Präsentation, die auch auf dem Handy gut aussieht, weil sie nämlich dann automatisch umgestellt wird. Sie haben hier Navigationselemente an der Seite. Hier gibt es dann eben halt verschiedene Studierende, die man sich angucken kann. Den Herrn Steffens kennen Sie schon. Es gibt Unternehmen, die da mit hineinkommen sollen und Unternehmen, Start-ups, die sich hier vorstellen können. All diese Funktionen, die Sie hier haben, letztendlich werden von dieser Wiki-Software übernommen. Die müssen Sie nicht selber programmieren. Und man kümmert sich nur noch um die Inhalte. Da hat man dann einen kleinen Online-Editor und kann mit mehreren gleichzeitig auf dieser Seite arbeiten. Ich wollte Ihnen das nur an dieser Stelle zeigen, damit Sie sehen, wie Sie letztendlich dann mit den Kenntnissen noch weiterarbeiten können. Warum haben wir jetzt hier HTML-Kenntnisse benötigt? So sieht diese Software nicht aus, wenn Sie die neu einspielen, sondern Sie müssen die anpassen. Wir haben ein eigenes Logo drin, eine eigene Überschrift drin. Wir haben hier diese Brotkrumen-Navigation angepasst. Damit Sie das tun können, müssen Sie verstehen, wie die Seiten aufgebaut sind. Also darin etwas ändern. Das sind HTML-Seiten, das sind teilweise PHP-Skripte, die Sie aber nicht anfassen müssen. Aber in dem HTML-Code, da müssen Sie sich schon bewegen und können dann Anpassungen vornehmen, dass das so aussieht. Wäre vielleicht, wenn Sie weiterarbeiten wollen, auch ein Hinweis für Ihre private Homepage. So, warum erzähle ich Ihnen das? Zum einen, damit Sie sehen, was Sie mit Ihren Kenntnissen alles im Weiteren in der Zukunft anfangen können. Wenn Sie sich vorstellen können, dass Sie solche Lösungen, zum Beispiel Wikis und Webanwendungen, in Ihrem Unternehmen einführen wollen und Sie wollen das in Ihrer Bachelorarbeit machen oder auch außerhalb des Unternehmens in Ihrer Bachelorarbeit, dann sprechen Sie mich doch mal an, wenn es soweit ist.